Hey Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Schöne Grüße, ich bin gerade in Graz, ich habe auch gerade das Mikrofon nicht drauf. Wir werden hier heute gemeinsam mit ein paar Freunden und Teampartnern Neujahr feiern und Silvester feiern, Neujahr feiern. Anyway, ich wollte euch ganz kurz was sagen, ich hatte ein richtig cooles Interview mit dem lieben Benny, der ehemaliger deutscher Meister im Kickboxen, im Taekwondo ist, Kadermitglied, sehr erfolgreicher Unternehmer, auch im Network Marketing tätig. Und lustigerweise war das gerade, wo wir ein bisschen mit dem Team unterwegs waren, haben uns dann irgendwie in dem Penthouse, wo wir waren, in dem Raum gesetzt, haben ein Interview gemacht und dann gab es zwei Herausforderungen. Das erste war, dass ein Wecker von mir geläutet hatte und wir haben das mit dem Handy aufgenommen. Und das zweite war, dass dann jemand angerufen hatte und wir haben aber nicht gesehen, dass jemand angerufen hat, somit fehlt ein Teil von dem Interview am Ende. Was nicht so schlimm ist, weil der Content ist richtig gut. Nur, ich wollte mich mal kurz dafür entschuldigen, mit Benny kommt natürlich auch ein Podcast-Interview, deswegen checkt das Video ab, sehr, sehr, sehr krass, ihr könnt euch auf jeden Fall einiges notieren. Ich freue mich, euch bald wiederzusehen, wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr, das wird das Video wahrscheinlich heute noch hochladen und dann sehen wir uns sehr, sehr bald wieder hier auf YouTube mit einigen mehr Content. Checkt das Video ab, haut rein Leute, ciao, ciao. Ich würde sagen, wir starten los. Ich habe heute einen Special Guest am Start und auch der erste Special Guest auf diesem Channel. Wenn ihr dieses Video seht, ist es der erste. Und wir haben uns heute, beziehungsweise ich habe mir heute ein ganz besonderes Thema überlegt. Ich arbeite ja mit dem Benny schon 6 Jahre zusammen, kenne ihn auch schon sehr, sehr lange. Wir haben schon viel coole Momente gemeinsam erlebt, aber auch viele Herausforderungen gemeinsam genommen. Und was ist dann zum Beispiel beim Benny immer eine ganz krasse Sache war, der hatte von Anfang an auch immer, als das Ganze losging, als wir angefangen haben, das Business aufzubauen, Fokus, Disziplin und viele andere Dinge. Und vielleicht mal ganz kurz zu dir, wie alt bist du, woher kommst du? Ja, wie bist du auch auf dieses ganze Business aufmerksam geworden, was wir auch gemeinsam jetzt betreiben? Und was hast du denn auch vorher gemacht? Weil ich glaube, das ist so der ausschlaggebende Punkt auch und auch die Grundmessage oder das Grundthema, was wir auch in dem Video durchbesprechen wollen. Ja, verrückt, das ist so lustig, wenn man so Worte hört und auch so geile Intros hört, eigentlich über einen selbst. Und gerade wenn es so eine lange Zeit ist, 6 Jahre, ist ja verrückt, 6 Jahre, die sind so vorbeigegangen, wie immer eigentlich. Und ja, also zu mir selbst, bin 34, der Ta Teil darf natürlich ra rausgeschnitten werden. Da mache ich so ein Beep, Also ich ich bin bin Beep. Beep, nein, ich bin 34, ich mache jetzt das ganze Geschäft seit 7 Jahren. Und in der Zeit sind natürlich viele Auf und Abs gekommen, wie in allen Bereichen. Egal, ob man im Sport was macht, egal, ob man selbst in der Schule lief es mal besser und mal schlechter. Und ich glaube, egal, was man im Leben anfängt, das ist ja immer so. Und das ist ja eigentlich auch genau das, was auf mein voriges Leben, also vor eigenes Business etc., vor Network Marketing angeht, fast exakt das Gleiche. Also ich war immer ein sehr getriebener Mensch von Dingen, die mir Spaß machen. Dinge, die mir Spaß machen, wo ich Leidenschaft für entwickle, da packe ich gerne 1000% rein und alles andere bleibt halt links liegen. Zum Leidwesen meiner Mama, weil die durfte sich, ich war erst vor ein paar Tagen da, und sie hat dann auch erzählt, sie durfte sich in der Schule immer anhören, der Junge könnte so viel, aber der hat keinen Bock. In der Schule halt Standard. Und ich bin auch nur durchgekommen, weil alles mir zugeflogen ist. Also zugeflogen, ich habe irgendwie 2,9er Abi gemacht oder 2,7 oder sowas. Also jetzt auch kein Überflieger, aber ich habe immer das Nötigste nur getan und sonst keinen Bock gehabt, weil mein Herz einfach im Sport lag. Also ich habe relativ früh angefangen, viel Sport zu machen, als kleines Kind mit großen Augen Fußball, bis ich glaube ich 10, 11 war. Da habe ich dann Kampfsport kennengelernt, damit angefangen. Eigentlich total witzig. Ich glaube, Kampfsport hat mich schon früh irgendwie interessiert, allein durch so Kassetten wie TKKG. Ich weiß gar nicht, ob du sowas noch überhaupt noch kennst, so Kassetten Hörspiele und nicht, aber so. TKKG kenne ich, Das glaube ich. kennst du tatsächlich, ja. Und da war Tim, hat ja immer Judo gemacht. Und in den Hörspielen hat er dann immer irgendwie die Bösen fertig gemacht. Keine Ahnung. Ich glaube, das hat mich halt da schon total gereizt irgendwie. Und ja, hat ja auch was Mystisches irgendwie gehabt. Und ich war eh sehr empfänglich dafür. Auch riesen Star Wars-Fan heute noch. Alles, was mystisch ist, hat mich, glaube ich, früh gecatcht. Und der Sport auch. Hab da viel Energie, Leidenschaft reingesteckt. Hab da auch immer gemerkt, das, was ich reinbringe oder reinstecke, auch mehr als andere, kriege ich auch zurück als andere, mehr zurück als andere dann halt. Und das war bei Gürtelprüfung so. Ich habe immer die beste Prüfung gemacht des Tages,
habe aber auch mehr als alle anderen trainiert. Das heißt, ich habe immer viel mehr reingesteckt als alle anderen und habe deswegen dann auch Anerkennung dafür bekommen. Und das war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, okay, hier ist was, ich mache mehr als alle anderen, habe auch mehr Sp Du kannst jetzt weitermachen. Ich kann jetzt weitermachen. Ich habe keinen Plan, wo wir stehen geblieben sind, aber grundsätzlich habe ich halt einfach gemerkt, okay, wenn ich mehr Energy reinpacke, dann klingelt der Wecker. Nein, wenn ich mehr Energy reinpacke als andere, dann kriege ich mehr raus. Und das hat mich ab dem Zeitpunkt halt auch generell in meinem Leben getrieben, dass ich gemerkt habe, hey, bei allen Dingen, wo ich die Möglichkeit habe, mehr zu bekommen als andere, wenn ich bereit bin, einen höheren Preis zu zahlen, dann treibt mich das und dann fordert mich das. Und alles, was mich fordert, ist für mich immer wie ein Spiel. Und wenn ich was habe wie ein Spiel, dann kann ich sehr viel Begeisterung dafür entwickeln. Deswegen habe ich vielleicht auch gern gezockt nebenher. Und naja, habe dann mein ganzes Leben eigentlich auf den Fo Sport fokussiert. Und habe dann natürlich meine Schule gemacht, meinen Realabschluss gemacht, dann Abitur gemacht. Und im Abitur fing es dann an, dass ich so richtig kranken Ehrgeiz entwickelt habe. Freunde sind immer feiern gegangen. Und bei mir war immer klar, aber das war auch schon als Jugendlicher klar, erst Training, dann feiern. Und wenn ich deswegen dumme Sprüche kassiere, ist das in Ordnung. Wenn ich deswegen irgendwie später komme, ist das in Ordnung. Wenn ich deswegen derjenige, der bin, der keinen Alkohol trinkt, sondern mitfeiert, ist das absolut in Ordnung. Und habe dann angefangen, mein Zivi zu machen, danach angefangen zu studieren in Holland Physiotherapie. Und während des Studiums habe ich dann den Sprung geschafft zum ersten Mal deutscher Meister im Taekwondo, zum ersten Mal deutscher Meister im Kickboxen. Ein Jahr später, da bin ich dann schon umgestiegen auf Sportwissenschaften und Geschichtswissenschaften in Bochum. Und das Studium war auch nur Mittel zum Zweck, denn meine Eltern haben mich total krass supportet in meinem Sport, weil der halt nicht Fußball ist und man kein Geld verdient, sondern mein Geld für bezahlt. Das Recht, wenn man international kämpfen möchte, Turniere besuchen will, Spritgeld, Übernachtungsgeld, Startkosten etc. Das hat einfach viel Geld gekostet. Und mein Heimatverein hat ein bisschen was getragen, aber vor allem meine Eltern. Und die wollten, glaube ich, wie immer nur das Beste für ihren Sohn. Und das bedeutet, mach irgendwas Vernünftiges für deine Zukunft. Und ich habe mir einfach überlegt, okay, was kostet mich keine Kraft? Was lenkt mich nicht ab von meinem Sport? Und was interessiert mich, was ich so nebenher machen kann? Und das war klar Sport und es war Geschichte. Einfach zwei Fächer, die mich interessieren, wo ich Spaß dran habe. Und ja, habe dann anstatt 6 Semester, 14 Semester für meinen Bachelor gebraucht. Habe aber auch zweimal am Tag trainiert. Also 14 Mal die Woche für meinen Sport trainiert. Ich habe nebenher gearbeitet als Personal Trainer in der Ernährungsberatung, als im Fitnessstudio einfach. Und wenn mal Zeit war, bin ich auch zur Uni gegangen. Aber das war immer das Letzte, was ich machen wollte. Also vorher ist Zeit und alles andere gegangen. Und da habe ich halt, ja, bin ich total aufgegangen. Also ich bin komplett in dem Sport aufgegangen, bis halt, naja, man kennt das, man verändert Dinge, weil man entweder eine Geschichte hört, die einen so ein bisschen aufweckt. Man sagt immer so schön, man erzählt Geschichten, um Kinder zum Einschlafen zu bringen und Erwachsene zum Aufwachen zu bringen. Und oder man erlebt halt irgendwas. Und bei mir war es leider keine Geschichte, sondern mein Papa ist ja krank geworden. Und da habe ich dann das erste Mal mein ganzes Leben so ein bisschen für mich reflektiert. Denn ich habe zwar meinen ganzen Fokus, meine Leidenschaft, alles in den Sport gesteckt, aber es war klar, dass ich niemals davon leben werde. Und dann kam halt ein Moment, wo ich zu Hause helfen wollte, auch finanziell, und ich hatte die Mittel nicht. Und selbst wenn mein Master fertig gewesen wäre, selbst wenn ich verbeamtet gewesen wäre, hätte ich nicht die Mittel aufbringen können, weil mein Dad einfach wesentlich mehr verdient. Und es geht halt nur als Selbstständiger so viel mehr zu verdienen. Und ab dem Moment war für mich klar, ich will selbstständig werden. Denn wenn nochmal sowas passiert, heute ist zum Glück alles super und alles gesund, alles geil. Und noch heute kriege ich viel Unterstützung, wenn zu Hause mal irgendwas nicht passt. Ich habe immer einen sicheren Hafen. Ich weiß, ganz viele haben das nicht. Und da bin ich extrem dankbar für. Aber das möchte ich halt sein. So, ich möchte auch der sichere Hafen sein. Auf der einen Seite für meine Eltern, aber auch mal für die Generation nach mir. Und ja, dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich will selbstständig werden. Habe viele Ideen gehabt, Foodtrucks, Cafés, keine Ahnung, Hauptsache für mich hustlen. Und 3 Vierteljahr später wurde ich auf Network Marketing angesprochen und das Geschäft bin ich einfach genauso angegangen wie mein Sport. Also mit der gleichen Disziplin, mit dem gleichen Ehrgeiz, mit dem gleichen Willen zum Erfolg. Und Wille zum Erfolg bedeutet halt heute was tun, um in Jahren was zurückzubekommen. Und nicht die Einstellung haben, hey, ich trainiere heute das erste Mal 3 Stunden in Sport und bin morgen deutscher Meister. Das funktioniert ja nicht. Das ist krass. Also auch eine krasse Story, auch das mit dem Thema Kampfsport. Auch nur der eine Punkt, mal nur
14 Mal die Woche zu trainieren, also schon mal diese Aufopferung zu bringen, macht ja mit einem schon im Kopf was. Das formt eine Persönlichkeit, also das formt ja auch eine Grundeinstellung, eine Grunddisziplin über Monate und Jahre, die ja unschlagbar ist, die ja ganz, ganz viele am Anfang nicht haben. Und du bist ja dann mit Business gestartet und bist das ja so angegangen wie den Kampf, wie das dann auch den Kampfsport, wie den Sport an sich, mit Disziplin, mit Fokus, mit Geduld. Was sind so deiner Meinung nach deine zwei, drei Dinge, die du jetzt wirklich sagen kannst, das hat mir der Sport oder der Kampfsport gebracht, genau das, 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 das. Und das hat mir im Business auch extrem viel gebracht. Ob es die Disziplin ist, ob es die Schlagfertigkeit sein mag, oder viele, oder andere Dinge. Es gibt ja viel, was man aus dem Sport ziehen kann. Bei mir war es ja das Gym, das war halt ein bisschen in eine andere Richtung, aber auch die Disziplin und die Geduld vor allem. Voll. Und Kampfsport ist ja dann nochmal ein ganz anderes Thema. Und es gibt ja auch einen Grund, warum so viele, die aus dem Kampfsport kommen, teilweise in der Businesswelt auch relativ erfolgreich sind, wenn sie nicht schon irgendwie ihr Gehirn komplett beschädigt haben durch die ganzen Kämpfe. Aber es gibt ja, zum Beispiel im Forbes Magazin habe ich vor kurzem gelesen, dass zwei Drittel aller Fortune 500 CEOs haben militärischen Background, wo es ja um viel Disziplin geht. Voll. Und zwei Drittel von denen haben einen Background im Kampfsport, weil Krass. das auch mit Disziplin und so weiter zu tun hat. Also sehr, sehr interessant. Und das hängt auch irgendwo zusammen. Deswegen, was sind so die Dinge jetzt auch für die Menschen, was sie sich vielleicht mitnehmen können, die sagen, okay, ich baue mir vielleicht gerade mein eigenes Business auf, und was könnte mir vielleicht der Sport oder der Kampfsport bringen, dass ich auch im Business vorankomme? Ist eine gute Frage. Also, es ist Disziplin auf jeden Fall. Denn auch der Sport, wenn man sich entscheidet, irgendwann mal Hochleistungssport zu betreiben, hat das nichts mehr mit Spaß zu tun. Also ab dem Moment, wo es wirklich darum geht, ich möchte in einen Kader, ich möchte Deutscher Meister werden, dann geht es nicht mehr darum, nur die Sachen zu machen im Sport, die Spaß machen, sondern auch die, die ich nicht gut kann, und die machen halt meistens weniger Spaß. Und das ist, glaube ich, etwas, was einem ganz bewusst wird, da natürlich Ausnahmesituationen immer wieder sich selbst über Grenzen pushen, die man nicht gedacht hätte zu schaffen, die auch nie immer was mit Gesundheit zu tun haben. Businesstechnisch wie auch im Sporttechnisch. Wenn es im Kampfsport um Gewicht machen geht, dann sprechen wir nicht über Gesundheit. So, klar, ab Mittelgewicht aufwärts interessiert es keinen mehr. Aber in den niedrigeren Gewichtsklassen, hey, man sieht es bei McGregor und so, wie die vorher nachher aussehen, was sie an Gewicht machen. Und das ist halt auch im Amateursport so. Ja, und da muss man dann vielleicht mal auch gegen den Strom schwimmen, selbst unter den Leuten, die alle für ein Ziel geht. Denn viele haben nicht verstanden, warum ich das gemacht habe. Aber die waren in der Regel auch 1,85 aufwärts. Und für die spielt es nicht die Riesenrolle, ob die jetzt 5 Kilo weiter oben oder unten irgendwie kämpfen. Wenn man so ein abgebrochener Gartenzwerg ist wie ich, dann ist es halt schon ein bisschen problematischer. Und das haben auch einige der Trainer dann erstmal gecheckt, als ich mit denen darüber gesprochen habe. Ja, stimmt ja eigentlich so, Reichweite, gar nicht so groß drüber nachgedacht. Dann Schlagfertigkeit, glaube ich eher nicht, denn außerhalb von natürlich Schlagfertigkeit im Sport selbst, weil ich damals ein sehr weicher Charakter, also mir war es ganz wichtig, von allen gemocht und geliebt zu werden. Also das ist sehr konträr zu der Person, die ich heute bin, was mir heute total egal ist. Ja, ich kann mir kein Brot davon kaufen, was irgendwer von mir hält. So, das ist mir tatsächlich heute komplett wurscht. Aber sonst noch, klar, Disziplin. Aber auch Führung. Denn ich habe relativ früh einen schwarzen Gürtel gemacht und habe dann meine eigenen Schüler bekommen. Habe teilweise das Training komplett übernehmen müssen, weil mein Trainer, also läuft der, also im Verein läuft ja auch alles mehr so auf. Du kriegst ja kein richtiges Geld dafür, so, dafür, dass du da als Trainer rumspringst. Und habe mich voll für meinen Trainer gefreut, weil er das erste Mal auch eigenes Business hatte. Der hat dann angefangen mit dem Pianotransport und der hat auch immer gestruggelt, weil sein Sport an allererster Stelle stand, und habe viele gute Jobs fallen lassen, weil er dann zu wenig Zeit fürs Training hatte. Und Krass. dann hat er dann das erste Mal einen Job gehabt, wo er Perspektive hatte, auch Perspektive selbstständig zu werden, verdient heute sehr gutes Geld, freut mich sehr. Und bin auch sehr dankbar, was ich alles von ihm mitnehmen durfte, auch an Werten und an Disziplin und alles. Und ich glaube, das hat einem auch so ein bisschen geholfen, gerade fürs Network zu erkennen, wer will eigentlich. Und gar nicht drauf zu gucken, was produziert derjenige gerade, sondern wer will einfach. Weil ich war jahrelang untalentiert. Ich war kein Talent in meinem Sport.
Ich bin jahrelang mit meinem Trainer teilweise 10 Stunden auf Turniere gefahren, ging auf die Waage, durfte endlich essen nach einer Woche wieder, bin auf die Kampffläche, habe direkt auf die Fresse gekriegt, Tag war gegessen, also ich bin sofort aus dem Turnier geflogen und mein Trainer hat ganz oft alles gewonnen. Aber er hat mich trotzdem immer wieder mitgenommen. War vielleicht ganz nett, nicht nur allein unterwegs zu sein, aber ich glaube, er hat vor allem den Willen auch gesehen. Und das ist für mich heute genau das Gleiche. Das war auch für mich das Gleiche bei dir. Als du angefangen hast, noch mit Skype und man sieht dich kaum in der dunklen Kamera und hinter Chrissy nur dunkle Gestalten und du dachtest, ist der, keine Ahnung, ist der Rocker-Club irgendwie von nebenan am Start. Aber man hat bei Chrissy von vornherein gemerkt, dass er sieht es als eine Chance und er ist bereit zu lernen, war in jedem Call, war in allem, was angeboten wurde, hat er gemacht. Und ich glaube, das Lernen habe ich sehr schnell gelernt, auch bei meinen Schülern, wer will denn? Und wer ist bereit, mal extra Meilen zu gehen? Wenn man sagt, hey, wir gehen am Wochenende joggen, okay, wer ist bereit? Und ich hatte tatsächlich eine Schülerin, die war bereit, immer mehr zu machen, weil sie wollte. Und sie hat auch lange dafür gebraucht. Heute ist sie im Nationalkader. Also ich sehe es manchmal auf den Pages und so. Sie ist mehrfache Deutsche Meisterin ebenfalls. Sie leitet den Verein fast allein, also die Vereinsabteilung alleine, den ich quasi damals geleitet habe. Krass. Sie ist im Kickboxen-Nationalkader, sie ist im Taekwondo-Nationalkader. Und auch sie war kein Talent. Aber sie hat nicht aufgegeben. Und sie war immer bereit, die Extrameile zu gehen. Wenn ich gesagt habe, ey, 400 Meter sprinten, sie ist am Wochenende gekommen. Und die war 14 oder so. Also sie war bereit bis zum Kotzen zu rennen. Und das, da sieht man auch heute noch in unserem Geschäft.